Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und es auch erreichen möchtest, egal ob es eine große Feier ist, eine neue Firma gründen willst, dann hast du sicherlich auch den Wunsch, Erfolg zu haben. Und ich werde dir in diesem Video zeigen, was dich garantiert noch erfolgreicher machen wird. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, Unternehmensberater und Coach, sondern ich hatte davor auch andere Berufsausbildung. Bei der Bundeswehr hatte ich die Ausbildung zum Einzelkämpfer und später bei der Firma Birkmann die Ausbildung zum Persönlichkeitsberater und Analyst. Und vor meiner Ausbildung zum Einzelkämpfer dachte ich, dass ich dort ausgebildet wäre als die eierlegende Wollmilchsau, die in allen Situationen alles gut kann, damit ich überleben kann. Nach der Ausbildung habe ich ja verstanden, dass es in der Ausbildung viel mehr darum geht, aus Menschen, die sich vorher nie getroffen haben, ein Team zu formen und das so zu führen, dass das Team erfolgreich wird. Und das habe ich später bei meiner zweiten Ausbildung bei der Firma Birkmann verstanden, wie nämlich Menschen sich unterscheiden, aber durch die Unterscheidung so ergänzen, dass das Team überhaupt erst die Chance hat, erfolgreich zu werden. Schauen wir uns nun die Methode von Dr. Birkmann genauer an. Nach dieser Methode werden in Amerika die Piloten und die Astronauten ausgesucht und so ideale Teams zusammengesetzt. Du findest mehr Infos unter www.birkmann.info. Und in seiner Methode unterscheidet Dr. Birkmann die Persönlichkeitstypen in vier extreme und große Kategorien. Schauen wir uns nun die erste Kategorie an, die sehr direkt im Umgang ist, die sehr direkt und menschenbezogen agiert. Diese Menschen lieben es zu kommunizieren und Menschen auch zu führen und vor allen Dingen auch zu überzeugen. Reden tun alle vier Typen, aber dieser Typ liebt es so zu reden, dass andere Einzelpersonen oder andere Gruppen auch überzeugt werden und sich der Idee, der Vision anschließen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Typen, die sehr direkt sind, aber die haben den Fokus eher auf die Erledigung von Dingen, also eher ein Sachfokus. Diese Menschen wollen Aufgaben erledigen. Der Vorteil dieser Menschen ist, dass sie in ihrem Normalverhalten so vorgehen, dass Sachen umgesetzt werden, erledigt werden. Die machen sich morgens eine Liste und sind am Abend tatsächlich damit fertig. Und auf der anderen Seite haben wir die beiden indirekten Typen. Hier haben wir den indirekten, personenorientierten, der sehr kreativ ist, innovativ ist, reflektierend ist, aber sich nicht traut, direkt sich auf die Bühne zu stellen und zu anderen zu sprechen. Und der genauso auf der anderen Seite aber auch Finanzbuchhaltung genauso hasst wie Qualitätsmanagement. Und dann haben wir den vierten Typen, den Verwalter. Der ist eher sachorientiert, aber indirekt. Das heißt, der stellt sich nicht auf die Baustelle und mauert die Steine hoch oder geht über den Acker und pflügt ihn. Dieser Mensch liebt eher Vorschriften, Routine, Prozesse, Regelmäßigkeiten und die Verwaltung. Auf der einen Seite unterscheiden wir also diese vier Fähigkeitstypen. Das heißt also, du und ich haben durch unsere Kontextualisierung, also durch das Durchlaufen unserer persönlichen Herkunftsstrecke, bestimmte Fähigkeiten und Stärken entwickelt. Also alles, was du bisher gelernt hast, wird sich in der Regel verdichten zu einem Schwerpunkt. Es gibt natürlich Menschen, die sind in der Mitte angesiedelt. Die können also aus allen vier Bereichen Stärken und Fähigkeiten einsetzen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Fähigkeiten eher hier in diesem Segment sind, also dass ich gelernt habe, eher direkt sowohl sach- als auch menschenorientiert vorzugehen. Und du kannst natürlich vorstellen, was deine Aufgabe als Führungskraft ist, wenn du ein Unternehmen gründest oder ein anderes Projekt anstößt. Du brauchst natürlich, je nach Art des Projekts und des Vorhabens, Menschen mit möglichst allen Kompetenzen. Sicherlich, wenn du in einem Bauunternehmen bist, brauchst du mehr Menschen, die in diesem Segment tätig sind und weniger kreative oder Menschenüberzeuger. Bist du auf der anderen Seite in einem Vertriebsunternehmen, brauchst du verstärkt natürlich Kommunikatoren, Überzeuger, aber du brauchst natürlich auch den Finanzbuchhalter. Bist du in einem Kreativunternehmen, einer Werbeagentur, brauchst du verstärkt eher die Blauen, die Kreativen. Was du aber als Führungskraft, die erfolgreich ein Team anführen will, noch wissen solltest, dass die Methode Birkmann das Normalverhalten unterscheidet von dem, was einen Menschen interessiert. Das kann deckungsgleich sein, ist es aber nicht. Bei mir beispielsweise ist mein Interesse, und dafür steht hier dieser Stern ganz weit rechts oben. Ich liebe es also, Menschen zu überzeugen. Aber meine anerlernten Stärken, meine Fähigkeiten sind nicht automatisch auch dort. Das entspringt und resultiert eher meiner Biografie. Und ich war es in meinen Berufen, die mich geprägt haben, eher gewohnt, Aufgaben zu erledigen, Aufträge zu erfüllen, Projekte umzusetzen. Und da war es nicht hauptsächlich im Fokus,
die Menschen nur zu überzeugen, sondern die Sache umzusetzen, zu erledigen. Das bedeutet also, Birkmann unterscheidet Interesse, den Stern, zum Normalverhalten. Du brauchst also nicht nur Menschen unterm Strich, die alle Fähigkeiten repräsentieren, sondern du brauchst auch Menschen, die an diesen vier extremen Aufgabengebieten auch Interesse haben, sprich intrinsisch motiviert sind. Aber wir Menschen sind noch wesentlich vielseitiger aufgestellt, als dass wir nur aus unseren Stärken und Normalverhalten und unserem Interesse bestünden. Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen auch das Bedürfnis haben, uns sicher zu fühlen, aufgehoben, geborgen, richtig behandelt. Und das fasst Birkmann hier unter dem Symbol des Kreises zusammen mit dem Stichwort Bedürfnis. Also was brauchst du, was brauche ich damit wir in einem ressourcereichen Zustand sind, um wiederum unser Normalverhalten ausüben zu können. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich großes Interesse habe, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, diese zu führen, zu leiten, zu überzeugen. Und meine Stärken sind eher direkt, sachbezogen, so aber auch personenbezogen. Mein Bedürfnis hingegen, mein Kreis, ist bei dem Birkmann-Test da ausgekommen, wo ich ganz rechts unten bin. Das heißt also, wenn ich mich selbst treffen würde und ich würde mich selbst direkt und sachlich oder persönlich behandeln, würde ich mich selbst in Stress bringen, weil ich meine Bedürfnisse selbst nicht erfülle. Bedeutet also für mich, ich brauche in meinem Umfeld Menschen, die mit mir eher indirekt und persönlich agieren. Und wo kommt das her, dieser scheinbare Widerspruch? Das kommt natürlich vom Elternhaus her. Das kommt durch die Prägung, man spricht hier von Epigenetik, also ein Mix aus unserem Genpool, plus die aktivierenden Erfahrungsweisen aus unserem Elternhaus. Was hat es nun mit diesem Kreis, der für die Bedürfniserfüllung steht, auf sich? Und ist das wirklich relevant im professionellen Kontext, am Arbeitsplatz? Nun, wir kennen alle die Sprüche, nur die Harten kommen in den Garten, ein Indianer, der weint nicht, hab dich nicht so. Und ich war es bei der Bundeswehr auch so gewohnt, dass mein persönliches Bedürfnis eher sekundär ist, dass es nicht so wichtig ist, die Erfüllung des Auftrags, das zählt und dem ist alles unterzuordnen. Auch das, was Birkmann herausgefunden hat und was auch die Ursache war für seine Forschung überhaupt in den 40er und 50er Jahren, dass er als Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg sein Team zusammengesetzt und trainiert hat. Und dann sind sie gestartet mit dem Flugzeug und dann wurden sie beschossen und der Motor brannte. Und das haben alle im Flugzeug gesehen, dass nun ihr Leben in Gefahr ist. Alle waren im Stress. Und in dieser Stresssituation hat er Kommandos gegeben, nur keiner hat mehr das gemacht, was er gelernt hat. Und das hat Dr. Birkmann verwundert. Und herausfinden lassen, dass Menschen, deren Kreis, deren Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dass die in ein Stressverhalten kommen. Und in diesem Stressverhalten können eben Menschen nicht mehr ihr Normalverhalten einsetzen. Wenn du also ein Ziel erreichen willst, eine Firma aufbauen willst, brauchst du nicht nur Menschen, die alle Fähigkeiten innehaben und natürlich verstärkt einseitig, wenn du bestimmte Aufgaben auch schwerpunktmäßig erledigen willst, also kreativ sein willst, kommunizieren oder machen oder verwalten. Aber du brauchst auf der anderen Seite auch Menschen, die da ein Interesse haben, die also intrinsisch motiviert sind, in einem Schwerpunktgebiet aktiv zu sein. Und zu guter Letzt kannst du diese Menschen nur dort einsetzen, dauerhaft, wo sie ihre Stärken einsetzen, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Ansonsten sind alle im Stress. Das bedeutet, sie tun nicht mehr das, was sie können und gehen Tag für Tag mehr durch ihr Stressverhalten auf den Burnout zu und kündigen eines Tages, psychologisch oder physiologisch. Und du merkst sicherlich, was eine echte gute Führungskraft ausmacht. Auf der einen Seite braucht sie das Wissen, ein Team zusammenzustellen, wo alle Stärken und Interessen gekoppelt sind. Und zusätzlich braucht diese Führungskraft einen Führungsstil, mit dem sie selbst die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen auch erfüllen kann. Und hier heißt es natürlich, Aufklärung als erstes zu betreiben. Deshalb musste ich mir am Anfang die Persönlichkeitstests meines Teams, meiner Mitarbeiter, meiner Geschäftspartner immer wieder vor Augen führen und sagen, das ist Mike, der braucht das, das ist Martina, die braucht das und das ist Markus, der braucht das und das ist Klaus und der braucht ein solches Vorgehensweise. Das war die erste wichtige Erkenntnis. Die zweite wichtige Erkenntnis war, dass die anderen Menschen aber nicht wissen konnten, was meine Bedürfnisse sind. Es gibt also beispielsweise oder gab Menschen in meinem Umfeld, die mich eher sachlich und direkt konfrontieren und weniger reflektieren, weniger indirekt, weniger verständnisvoll.
Und diese Menschen haben sich dann gewundert, weshalb ich im Stress kam und ich war auch nicht mehr in der Lage, meine Stärken einzusetzen. Also war es auch meine Aufgabe, genau herauszuarbeiten, herauszulesen, was ich von anderen brauche, damit ich im ressourcenreichen Zustand bin. Und als Unternehmer, als Führungskraft ist es nun mal auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass andere Kenntnisse halten. Denn auf meiner Stirn und auf deiner Stirn steht es nicht geschrieben, was du brauchst, damit du gut funktionierst. Und der dritte Aspekt, das ich gelernt habe, bei der Teamzusammensetzung nicht vornehmlich auf die Sympathie zu schauen. Denn sympathisch sind mir die Menschen, die so ähnlich sind wie ich. Das bedeutet aber, dass die Menschen, die anders sind, vielleicht sogar gegensätzlich zu mir, die mein Team komplettieren wollen, dass die mir unsympathisch sind. Das bedeutet also, die Menschen, die mich und dich ergänzen, erkennst du nicht an der Sympathie, sondern an der Antipathie. Diese Menschen würdest du nicht so gerne zu deinem Geburtstag einladen und wahrscheinlich nicht so gerne mit ihnen einen dauerhaften, langfristigen Urlaub machen. Zusammengefasst ist also, dauerhaft erfolgreich zu sein durch ein gutes Team, mit allen Stärken, mit allen Interessen und der gleichzeitigen Bedürfniserfüllung von allen Mitarbeitern eine hochkomplexe Aufgabe. Und ich glaube, dass das heutzutage neben dem Finanzthemen, neben den Marketingthemen ein tatsächlich viel wichtiger Aspekt ist, der zum Erfolg eines Unternehmens, eines Startups oder eines Projekts in einem Verein oder Verband erforderlich ist. Du brauchst die Fähigkeiten, wer du bist. Du brauchst dadurch die Kenntnis, was dir fehlt, wo du Ergänzung brauchst. Und du brauchst dann ein Wissen darüber, wer sich in deinem Team bewirbt und ob diese Menschen dich tatsächlich ergänzen. Und wenn die dich ergänzen, musst du als nächstes wissen, was deren Bedürfnis ist, damit die auch dauerhaft in deinem Team verbleiben. Wie du also siehst, ist es super komplex, auf der einen Seite gute Teams zusammenzusetzen und auch zu führen, zum Ziel zu führen. Auf der anderen Seite sind aber auch Logiken dahinter, die man erlernen kann. Und das ist auch der Grund für die Vielzahl von Persönlichkeitstests. Der Birkmann-Test ist weltweit der älteste und umfangreichste. Und der wird auch in den großen Konzernen eingesetzt, um die Vorstands- und die Führungsetagen optimal zu besetzen. Wenn du also selbst wissen willst, wer du bist, wie du bist, was du brauchst, dann lade ich dich ein, natürlich einen solchen Test auch zu machen. Über www.birkmann.info kannst du mehr Informationen oder auch sogar einen Test buchen. Es gibt kleine Tests, die sind besonders gut geeignet, wenn man zum Beispiel regelmäßig neue Bewerber hat und nicht gleich mehrere hundert Euro ausgeben möchte. Und dann gibt es aber auch große Tests mit und ohne Auswertung. Und meine Empfehlung ist, dass du dir einen Volltest gibst, wo nicht nur deine Stärken, deine Interessen drin sind, deine Bedürfnisse, sondern wo hinten dran auch ein Anti-Stress-Handbuch drin ist, wo eine Coaching-Seite mit drin ist, wo dein Lernstil, dein Führungsstil und dein Problemfokusstil auch abgebildet werden. Und zusätzlich buche noch dann eine Auswertungsstunde, denn viele dieser Themen sind alleine nicht herauszuarbeiten, so wertvoll in deinem Alltag umzusetzen, wie du es mit einem ausgebildeten Coach auch machen kannst. Auf der einen Seite gibt es also die Möglichkeit, einen Test zu machen und eine Stunde Auswertung. Ich habe aber auch schon Klienten gehabt, die ihr gesamtes Leben, ihre gesamte Organisation in der Firma auf den Kopf gestellt und neu sortiert haben. Nämlich so, dass es passt und dass das Team tragfähig und auch zielführend und schlagkräftig ist. Und auf der anderen Seite, dass ihr Umfeld so umgebaut worden ist, dass sie stets in einem ressourcenreichen Zustand war. Sowohl privat als auch auf dem Arbeitsplatz. Deshalb nutze jetzt gerne den Link, den du unterhalb des Videos findest, für ein kostenfreies Erstgespräch oder buche auch gleich deinen Persönlichkeitstest, wenn du jetzt schon klar bist, was du brauchst. Einzeltest oder ein Paartest zu zweit oder auch einen kompletten Teamtest, wo man auswerten kann, was ist doppelt und was fehlt in diesem Team und was ist der beste Führungsstil für die Führungskraft, die voransteht. Ich wünsche dir nun viel Erfolg und ich lade dich ein, jetzt das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und uns gerne auch weiterempfehlen, wenn dich das Video begeistert hat. Dein Daniel Schäfer.